So, meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Dankeschön. Dann begrüße ich Sie wie immer ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Füchse aus Duisburg. Bei uns begrüße ich zu meiner Linken, Ihrer Rechten, den Gästecoach Franz Fritzmeier. Herzlich willkommen wieder bei uns in Kassel. Und unseren Coach Uli Hegen zu meiner Rechten, Ihrer Linken. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast Franz. Ein paar Worte zum Spiel, bitte. Ja, erstmal guten Abend. Natürlich Gratulation an Uli, seine Mannschaft. Eine Leistung mit Herz haben die Kassel Huskies heute geboten. Ganz im Vergleich zu meiner Mannschaft. Ich bin mehr als enttäuscht heute. Ja, wir hatten heute wahrscheinlich die beste Aufstellung, zumindest auf dem Papier, seit ich Trainer der Füchse Duisburg bin. Nur leider ist es so, dass sich einige meiner Spieler maßlos und überschätzen. Ja, das steht für mich seit heute definitiv fest. Und es ist einfach sehr schade. Sie kriegen bei uns eine große Chance, sich weiterzuentwickeln, in den Situationen auf dem Eis zu sein, wo sie in der DL nicht spielen, ja, wo sie aber gerne spielen würden. Und ja, um dann so einen Auftritt hinzulegen, das ist mehr als enttäuschend. Ich werde keine Namen nennen, aber es waren sehr viele, die mich heute maßlos enttäuscht haben. Danke. Ja, vielen Dank. Deutliche Worte von Franz mit unserer Mannschaft. Uli, wie sieht es bei dir aus? Ähnlich deutlich? Guten Abend zusammen. Also ich kann genau das Gegenteil sagen, was der Franz gesagt hat von meiner Mannschaft. Die haben wieder mit Leidenschaft gespielt, mit Herz. Wir haben natürlich schnell das Glück gehabt, dass wir schnell geführt haben. Im ersten Drittel, zweite Drittel war ich die letzten 6-7 Minuten nicht zufrieden. Bei dem 4-4, also 4 gegen 4, bei den Strafzeiten haben wir schlecht gespielt. Da haben wir der Mannschaft von Duisburg immer die Hoffnung gemacht, dass sie irgendwie rankommen könnten. Da haben sie auch ein Tor geschossen. Aber gut, ich meine, man kann ja nicht immer ganz zufrieden sein. Man muss ja auch immer mit einem 5-1 zufrieden geben. Wir haben heute gegen eine junge DEL-Mannschaft gespielt. Die haben 16 Förderlizenzen gehabt. Das ist nochmal auch schon sehr schwierig, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Wir haben immer das Pech, dass wir gegen Duisburg spielen. Da können die... Fast, bitte! Wir haben immer das Pech, dass wir, wenn wir gegen Duisburg spielen, dass die mit ihren Förderlizenzen gegen uns spielen können. Ich finde das gut, weil da waren wir eigentlich gefordert und wenn wir gefordert werden, haben wir bis jetzt gesehen, spielen wir trotzdem gut. Aber von mir, wir müssen trotzdem aufpassen, wenn wir vielleicht, das hoffe ich natürlich, dass wir in der nächsten Runde nochmal gegen Duisburg spielen, da müssen wir aufpassen, weil Duisburg ist eine gefährliche Mannschaft, die haben sehr, sehr viel Talent in der Mannschaft und wenn man da nicht hundertprozentig motiviert ist, so wie unsere Mannschaft es heute war, dann wird man ein böses Wachen erleben. Wir wollen unseren ersten Platz jetzt verteidigen. Wir haben das Glück, dass wir jetzt zweimal die Möglichkeit haben, wenn wir es in Nauheim nicht schaffen sollten, Erster zu bleiben, dann haben wir es am Donnerstag gegen Frankfurt. Das ist klar, weil wir einen Punkt führen. Aber wir wollen natürlich in Nauheim gewinnen und die Mannschaft natürlich auch. Ich hoffe, euch hat es heute Spaß gemacht, das Spiel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie meine Mannschaft gespielt hat. Und deswegen nochmal ein Kompliment an meine Jungs und vielen Dank für das Statement von Franz. Dankeschön. Das jetzt wieder so. Ein bisschen Gefühl. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich versuche genau auszurichten. Keine Fragen. Dann kommen wir noch zur Statistik des Spiels. Endergebnis ist 5-1. Strafen. Kassel 12. Duisburg 10 plus 5 plus Spieldauer. Zuschauerzahl 3.326. Ergebnisse aus den anderen Stadien, soweit uns vorliegen. Krefeld gegen Frankfurt 0-4. Dortmund gegen Hamm 2-5. Und Essen, Bad Nauheim war noch nicht zu Ende. Im dritten Drittel stand es 3-9.